Servus und willkommen zu Muscleman Fitness. Wir sind jetzt gerade am Weg ins Fitnesscenter und wir werden einen Push-Einheit trainieren. Die meisten, die meinen Kanal verfolgen, wissen ja, dass ich verletzt bin an der Schulter. Ich war jetzt die Woche beim Arzt, was ich normal eigentlich nicht mache, sondern wirklich nur, wenn es wirklich brennt, sage ich mal. Und ja, im Endeffekt hat er mal Spritze reingegeben. Seitdem tut es noch mehr weh, das ist jetzt 3 Tage her. Im Normalfall hat er gesagt, es wird besser, im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Und er vermutet, dass ich mir meine Bizepssehne, die lange Bizepssehne, eingerissen habe. Das Geile ist an unserem Gesundheitssystem, ich soll zum MRT gehen und der nächstmögliche Termin ist Ende Juli. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie am Sand unser Gesundheitssystem ist. Und da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass ich nicht zum Arzt gehe oder wirklich nur, wenn es sein muss. Wurscht, wie gehe ich jetzt mit der Verletzung um? Natürlich werde ich jetzt nicht anfangen, zu Hause rumzusitzen und mir irgendwelchen Scheißdreck reinzuknallen, sondern ich werde weiter Sport machen. Ich werde halt mehr auf Maschinen gehen und freihandeln und nur Übungen machen, wo die Schmerzen in der Schulter erträglich sind. Aber das zeige ich euch dann im Video und ja, ich melde mich dann wieder aus dem Fitnesscenter. Bis gleich! Servus und willkommen zurück. Ich zeige euch jetzt mein komplettes Brusttraining. Ich werde mich aber auch persönlich zwischendurch immer melden, werde euch Tipps geben. Aber die Übungen habe ich jetzt per Voice-Over gemacht, weil im Studio war es relativ laut. Ich beginne mein Training mit Fliegenden von unten. In dem Fall liegt der Fokus auf den oberen Brustanteil, aber natürlich trainiert man die komplette Brust. Man trainiert bei jeder Übung die komplette Brust. Man kann jetzt einzelne Teile der Brust nicht isoliert trainieren, aber man kann den Fokus auf etwas setzen. Und in dem Fall trainiere ich mehr die oberen Fasern der Brustmuskulatur. Warum mache ich jetzt die Fliegenden am Kabelzug als erste Übung? Ganz einfach, ich versuche hier schon eine Muscle-Mind-Connection aufzubauen. Das heißt, bei dieser Übung spüre ich die Brust extrem und kann mich dann bei den darauffolgenden Übungen schon besser auf die Brust fokussieren. Wichtig bei der Übung ist, dass man nicht zu hoch mit den Griffen raufgeht, das heißt maximal auf Brusthöhe, dann schön in die Dehnung geht und das Gewicht zum Schluss oben hält. Als zweite Übung habe ich heute von Technogym die Incline Press am Plan stehen. Habe vorher schon aufgewärmt, das heißt, ich habe mit 10 Kilo 2 Sätze gemacht auf mehrere Wiederholungen. Beim Aufwärmen schaue ich immer darauf, dass ich zwar gut aufgewärmt bin, aber natürlich, dass der Kraftverschleiß gering ist, weil ich möchte natürlich dann in den Arbeitssätzen so gut wie möglich trainieren und das Maximum aus der Übung herausholen. Und wenn man dann zu viel aufwärmt mit schon zu viel Gewicht, dann kann man natürlich hier nicht das Optimum herausholen in den Sätzen. Bei der Ausführung selbst schaue ich darauf, dass ich die Übung langsam und kontrolliert ausführe. Die exzentrische Phase, also die Rückwärtsbewegung, versuche ich auch voll mitzunehmen. Das heißt, ich gehe nicht schnell zurück, sondern langsam und kontrolliert. Ich versuche auch richtig ein- und auszuatmen, weil ich davon überzeugt bin, dass man durch die richtige Atmung 1 bis 2 Wiederholungen mehr schaffen kann. Bei der Übung ist auch, dass wir ein stabiles Handgelenk haben. Das heißt, wenn man mehr Gewicht nimmt und ihr habt Probleme, das Handgelenk stabil zu halten, also man darf nicht so umknicksen, dann nehmt ihr euch einfach so Bandagen, die unterstützen euch und dadurch habt ihr einfach mehr Stabilität im Handgelenk. So, und wir kommen jetzt zu meinem dritten Satz und das ist in dem Fall jetzt der letzte Satz bei der Maschine. Generell versuche ich bei der Wiederholungsanzahl mindestens 6 zu schaffen. Das ist das Ziel, also darunter würde ich nicht gehen. Bei den Sätzen ist es so, sollte ich nach dem zweiten Satz oder nach dem ersten Satz schon merken, okay, ich habe den Muskel voll erwischt, dann kann es auch sein, dass ich nur 1 oder 2 Sätze mache. In dem Fall sind es aber 3, weil ich mich recht gut gefühlt habe. Aber generell möchte ich euch damit sagen, okay, ich würde mich jetzt nicht an Sätzen orientieren oder an bestimmte Wiederholungen, sondern wichtig ist halt einfach, dass man so gut wie möglich ins Muskelversagen kommt. Falls ihr Technogym-Maschinen habt in eurem Studio, da gibt es Markierungen, und zwar diese gelben.
Wenn ihr unsicher seid, ob die Maschine richtig eingestellt ist oder nicht, dann schaut einfach, dass eure Schulter ungefähr auf dieser Markierung ist und dann ist die Maschine richtig eingestellt. Das ist ein super Vorteil bei den Techno-Gym-Geräten, wenn man Anfänger ist. Genau, und jetzt machen wir weiter mit Training. Als dritte Übung mache ich jetzt eine normale Brustpresse. Das heißt, wir drücken einfach die Arme nach vorne, also nicht irgendwie nach schräg nach oben, sondern wirklich nur nach vorne. Bei dieser Variante haben wir mehr den mittleren Brustanteil dabei. Wie gesagt, die Übung führe ich auch nochmal sehr schwer aus. Das heißt, ich gehe aufs Maximalgewicht, was möglich ist. Mindestens 6 Wiederholungen müssen drin sein und ich werde hier 1 bis 2 Sätze machen. Wie auch schon bei der Brustpresse davor, versuche ich die Übung fokussiert auszuführen, konzentriert, konzentriere mich voll auf den Zielmuskel und nehme in der Rückwärtsbewegung die exzentrische Phase voll mit. Wichtig ist auch, dass man die Übung wirklich bis ans Muskelversagen ausführt oder wenigstens knapp an das Muskelversagen herankommt und nicht schon vorzeitig aufhört, wenn es anfängt leicht weh zu tun oder wenn es einfach extrem brennt. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Übung, und zwar ist es eine Auspumpübung, und zwar fliegende an der Maschine. Wichtig ist bei der Maschineneinstellung, dass man den Sitz so einstellt, dass ungefähr der Bizeps, der Oberarm, auf Brusthöhe ist. Das heißt, wenn wir dann nach vorne gehen, wir drücken die Schulter nach unten, die Brust raus, gehen nach vorne, und jetzt sollte der Bizeps ungefähr auf Brusthöhe sein. Und dann drücken wir am Schluss, also wir gehen zusammen, und am Schluss drücken wir noch einmal die Arme leicht nach vorne, also wir strecken die Arme aus. Dadurch erhöhen wir noch einmal den Druck auf unsere Brust. Das heißt, schön in die Dehnung gehen, Schultern zurück, Brust raus, nach vorne. Und dann den Arm nochmal ausstrecken. Und so haben wir mehr Druck auf die Brust. Also so schaut jetzt mein Brustgang aus. Wer will, könnte jetzt noch eine Trizepsübung machen. Also ich werde den Trizeps jetzt trainieren. Die Schulter trainiere ich an einem separaten Tag. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr solche Videos, sag ich mal, wenn euch die Videos taugen, dann lasst uns bitte ein Like da, abonniert den Kanal, checkt mal die Videobeschreibung und nicht vergessen, immer dranbleiben und nie aufgeben. Servus, euer Muscle Man.